das ja besser. Der sechste Teil. Gothic 2, die Nacht des Raben in der Nostalgic Edition. Ja, wir befinden uns immer noch hier in der Kneipe. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal eine Runde schlafen. Weil die Leute quatschen mir zu viel. Mal gucken. Hallo Konstantino, ich benutze mal eben dein Bettchen. Und schlafe bis zum nächsten Morgen. Damit wir auch ein bisschen mehr Licht haben. So, was ist denn hier mit den Kräutern? Wegen der Pflanzen? Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst. Ja, ja, das wissen wir schon. Das Verstehe. Heißt also, wir brauchen noch ein paar Pflänzchen. Ja, dann soll ich deinem bösen Kanter nochmal irgendwie helfen. Sarah, diese Notiz, da war doch was. Zettel, Nachricht? Nachricht, aber nur eine Nachricht. So, haltet alle Männer auf, bringt sie kurz zu. Das hatten wir ja gelesen. Und Inos sprach zu ihm. Und der Mensch, so, ich brauchst du das. Kantas Brief für die Händlerin Sarah. Lesen wir mal. Letzte Ermahnung. Ich habe dir schon mehrere Mal auf liebenswürdigste Weise mitgeteilt, dass ich die Waffen, die ich bei dir vor einer Woche bestellt habe, dringend brauche. Wenn ich nicht bald etwas von dir höre, Sarah, dann sehe ich mich gezwungen, andere Seiten aufzuziehen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ona. Aha, aha, aha. Ja. Ohne tiefe Trauer. Sodele. Bartok, Bartok. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern. Jetzt muss ich echt nochmal gucken. Entweder bei dem hier stand oder hier stand Bartok. Nein, hier wird er nicht sein. Also nochmal durch. Nee, das Tolle an der Gothic-Welt ist, hier scheint immer die Sonne und es regnet auf jeden Fall immer. Ja, gucken wir mal. Da ist er. Hey, du! Bospa sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich hab ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Letztens wurde Bospa einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Aha. Ich will besser mit dem Bogen umgehen können. Ach, das kann er mir auch beibringen. Gucken. Ich will besser mit dem Bogen umgehen können. Okay, dann lass uns mal sehen, ob ich dir was beibringen kann. Mhm. Okay. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Ach, nein. Ja. Dann bring die... Komm, wie... Ja, das hatten wir doch schon alles. Ja. Hört ihr Bewohner von Korinnes, genau. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Ach, ich guck mal, ich werde mich mal vorstellen. Zu eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Des Weiteren ist jeglicher Kontakt zu den Aufständischen. Enos sei mit dir, Fremder. Was führt dich zu mir? Ja, lieber Lord André. Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Warum seid ihr Paladine in der Stadt? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Nee, erstmal. Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Nun, du stehst vor einem seiner Männer. Worum geht es? Es geht um ein heiliges Artefakt, das Auge Innos. Die Armeen der Orks werden von Drachen angeführt. Das muss ich Lord Hagen selbst sagen. Nur, das würde ich mal auch so sehen. Das muss ich Lord Hagen selbst sagen. Wie du meinst. Aber du solltest eins wissen. Lord Hagen empfängt nur Paladine oder diejenigen, die im Dienst der Paladine stehen. Es ist unter seiner Würde, sich mit Vertretern des gemeinen Volkes abzugeben. Unter seiner Würde. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Gut. Ich kann jeden tauglichen Mann hier gut gebrauchen. Egal, aus welchen Gründen ihr uns beitritt. Wenn du dich in den Dienst der Paladine stellst,
werde ich dir zu einer Audienz bei Lord Hagen verhelfen. Ich habe jedoch meine Befehle, nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufzunehmen. Mein Kommandant befürchtet, dass sich Spione oder Saboteure bei uns einschleichen könnten. Auf diese Weise will er das Risiko begrenzen. Du musst also zuerst Bürger der Stadt werden. Über den Sinn dieser Regel lässt sich sicherlich streiten, aber Befehl ist Befehl. Ja, das ist ja wie im richtigen Leben, nicht? Und die Miliz hat ja auch Fachkräftemangel. Gibt es keinen schnelleren Weg, mich euch anzuschließen? Aha, es ist dir wirklich ernst, oder? Gut. Hör zu, ich habe ein Problem. Wenn du es für mich löst, werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst. Aber das Wichtigste ist, du darfst mit niemandem darüber reden. Ja, wieder so eine geheimnisvolle Geschichte. Was ist dein Problem? In letzter Zeit häufen sich die Diebstähle in der Stadt. Wir konnten bisher niemanden fassen. Die Diebe gehen einfach zu geschickt vor. Die Mistkerle verstehen ihr Handwerk. Ich bin mir sicher, dass es sich um eine organisierte Bande handelt. Es würde mich nicht wundern, wenn es in Korinis eine Diebesgilde gäbe. Finde die Drahtzieher der Bande und bringe sie zur Strecke. Dann werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst, egal ob du Bürger bist oder nicht. Aber du musst über unsere Abmachung schweigen. Ja, klar. Wo fange ich an, nach den Dieben zu suchen? Wenn ich das wüsste, würde ich selber dorthin gehen. Ich kann dir nur so viel sagen. Wir haben vor kurzem das gesamte Hafenviertel auf den Kopf gestellt und nichts, aber auch gar nichts gefunden. Die Leute dort sind auch nicht sehr gesprächig, vor allem nicht, wenn man die Rüstung eines Paladins trägt. Aber du bist von außerhalb. Dir werden sie nicht so schnell misstrauen. Du könntest dich zuerst am Hafen umhören, aber sei vorsichtig. Wenn die Leute dort mitbekommen, dass du für die Paladine arbeitest, erfährst du nichts. Warum seid ihr Paladine in der Stadt? Die Ziele unserer Mission unterliegen der Geheimhaltung. Ich kann dir nur so viel sagen, dass keine Gefahr für die Bürger der Stadt besteht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich glaube, ich werde mich mal woanders hinstellen, wegen der Kameraeinstellung. Lord André, bleibt mal hier. Ich habe von einem meiner Männer gehört, es wären Steckbriefe von dir bei den Banditen in Umlauf. Oh. Er sagte auch, du hättest die Sache zuerst abgestritten. Was ist an der Sache dran? Ich weiß nicht, warum die Kerle mich suchen. Ich hoffe für dich, dass das stimmt. Ich kann niemanden bei der Miliz gebrauchen, der Dreck am Stecken hat. Die Banditen sind fast alle ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie. Ich will nicht hoffen, dass du dich auf irgendeine Weise mit diesen Halsabschneidern eingelassen hast. Nö, hab ich mir nicht. Was hat er denn noch hier? Was erwartet mich bei der Miliz? Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Nee, erstmal hier. Was mache ich, wenn ich einen der Diebe gefunden habe? Wenn es sich um einen Handlanger handelt, einen Hehler oder einen kleinen Fisch, solltest du dich am besten auf keinen Kampf einlassen. Komm lieber zu mir und erstatte mir Bericht. Ich werde mich dann darum kümmern, dass der Kerl hinter Gitter kommt. Bei einem offenen Kampf könnten die Stadtwachen einschreiten und du wirst keine Gelegenheit haben, ihnen zu erklären, was Sache ist. Außerdem gibt es für jeden schrägen Vogel, den du hinter Gitter bringst, ein Kopfgeld. Wenn du allerdings das Versteck der Drahtzieher findest, nun, dann wirst du vermutlich nicht um einen Kampf herumkommen. Ja, wegen der Diebesgilde. Wie war denn das nochmal? Wegen der Diebesgilde. Ja. Ich bin an der Sache. Ich bin an der Sache dran. Gut. Halte mich auf dem Laufenden. Was will ich tun? Ja, was erwartet mich bei der Miliz? Was erwartet mich bei der Miliz? Um das gleich klarzustellen. Soldat der Miliz zu sein, bedeutet weit mehr, als nur mit einer Uniform durch die Stadt zu spazieren. Das ist ein dreckiger und auch blutiger Job. Wenn du einmal dabei bist, wartet ein Haufen Arbeit auf dich. Aber es lohnt sich. Neben dem Sold bekommst du vielleicht irgendwann einmal die Chance, ein heiliger Streiter Innos zu werden. Ja. Dann haben wir uns Lord André schon mal, oder wie heißt der nochmal? Lord André, ja, hier André. Schon mal vorgestellt. Und schauen wir mal. Oh, hier ist eine schöne Truhe. Dann gibt es hier einen schönen Kamin. Und hier ist der Knast. Mal gucken. Der Knast, wer ist der? Wo bist du denn? Hier ist er doch. Was willst du hier? Ich will zu den Gefangenen. Zurzeit sind alle Zellen leer. Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Das hier ist die Kaserne. Wo willst du hin? Okay, das kriegen wir alles noch selber alleine. Danke, das war alles, was ich wissen wollte.
So, die Zellen sind noch leer. Was sagt denn unser Buch denn der? Okay, der sagt nichts. Braucht keine Bezeichnung oben drüber. Ja, stillgestanden. Stramm stehen. Rühren. Wulfgar, hey, was kannst du mir beibringen? Was macht die Pflicht? Diese Burschen schwingen ihre Schwerter wie Bauern. Aber wenn ich mit ihnen fertig bin, wird jeder einzelne von ihnen ein zäher, harter Hund sein. Ein zäher, harter Hund. Naja, erinnert mich an was. Ich will mich der Miliz anschicken. Was ist bei der Miliz? Kannst du mich auch im Schwertkampf trainieren? Kannst du mich auch im Schwertkampf trainieren? Lord André hat angeordnet, dass wir hier jeden trainieren, der in der Lage ist, die Stadt zu verteidigen. Das gilt allerdings nur für die Kampfausbildung. Alle anderen Arten von Training sind der Miliz vorbehalten. Kannst du wenigstens halbwegs mit einer Waffe umgehen? Ich denke schon. Na gut, du kannst anfangen, wenn du bereit bist. Ja, das ist doch schön. Das heißt also, man kann hier mit dem Training beginnen. Vorteil und Einhand der Zweihandwaffen, das kennen wir, wissen wir. Einhand ist schneller, aber kurze Reichweite. Und da dürfen wir nicht rein, das weiß ich. Bin ich gleich wieder rausgeschmissen, oder? Ah ne, Mortis, The Schmied. Was willst du? Pack ist nicht da, also kannst du hier auch nichts bekommen. Komm später wieder. Will stärker werden. Ich will stärker werden. Natürlich willst du das, aber solange du nicht zu uns oder den Paladin gehörst, werde ich dir nicht helfen. Auch gut, das ist klar. Und wer bist du? Du bist einer von den Stadtwachen. Oh, hier liegt Zeug rum. Hier liegt Zeug rum, Leute. Oh. Müssen wir doch alles heimlich mitnehmen. Später vielleicht. Gut. Also waren wir schon mal in der Kaserne. Warte mal. Da ist doch irgendwie noch draußen jemand, der uns eventuell noch was zu sagen hat. Und zwar Ruga. Darf ich auch ein Bierchen trinken? Bitte. Hab Durst. Danke. So. Los, Ruga. Was machst du hier? Ich trainiere die Jungs im Umgang mit der Armbrust. Und sorge dafür, dass sie ein bisschen beweglicher werden. Kannst du mich trainieren? Nein, ich trainiere nur die Männer, die im Dienste des Königs stehen. Niemand sonst. Aber gute Leute können wir immer gebrauchen. Also, wenn du der Miliz beitreten willst, sprich mit Lord André. Ja, hab ich schon gemacht. Danke, Ruga. Stuhl. Ah, hier kann man üben. Da hängen noch ein paar Bolzen drin. Ah, kann man gut gebrauchen. Ich sag gleich von vornherein, ich bin nicht so der Armbrust-Fan. Ich bin mehr der Bogen-Fan. Und natürlich klar, dass ich mich dann auf Bogen skillen werde. Und übrigens, mein Kumpel Matt läuft immer noch rum, wenn er nicht irgendwo hängen bleibt da hinten. Hallo. Ja, lassen wir ihn da mal rumhängen. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt? Besten, ich quatsch mal mit Sarah und lass das Ganze auffliegen. Moment mal, da ist ja der Kanter. Das war ja 2 Tage dauern. Ringaro. Ja, mit Ringaro ist ja auch noch was. Obwohl ich das eigentlich gelöst habe, müsste ich ihn doch eigentlich... Naja, erstmal Sarah gucken. Zeig mir deine Ware. Soll ich ihr wirklich den Brief unterschieben? Nee. Und es wird noch viel schlimmer. Ich finde das fies, finde ich das. Kann das gefallen? Wie soll der Händlerin Sarah einen Brief unterschieben, den sie belastet? Und ohne Waffen zu liefern, dann sich bei verpfeifen. Ich, mal gucken. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber... Zeig mir deine Ware. Ich werde sie davon in Kenntnis setzen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war, aber... Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Jetzt hat sie das. So. Er erzählt alles weiter. Nee, okay. Schlimme Zeiten sind das. Wo kann da? Wegen Sarah, zeig mir deine Ware. Ich muss weiter. Mal gucken. Hast du nicht einen Job zu erledigen? Schieb Sarah erst den Brief unter, dann verpfeifst du sie bei André. Mach das. Und versuche nicht, mich reinzulegen. Das würdest du bereuen. Das habe ich schon immer gesagt. Da
Nee, ich will Sarah nicht reinlegen. Und Kanta will ich reinlegen. Ich bin der Meinung, dass... Ich bin der Meinung, den Kanta verpfeifen wir. Seid ihr auch dafür? Deswegen gibt es auch hier diese Frageoption. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Sarah verkauft Waffen an Ona. Kanta will Sarah aus dem Weg räumen. Ja. Okay. Genau. Lass mal die süße Sarah an ihrem Stand, okay? Der Händler Kanta will Sarah aus dem Weg räumen. Sarah? Die Waffenhändlerin am Marktplatz? Ich sollte Sarah einen Brief unterschieben, dass sie belasten sollte, Ona mit Waffen zu beliefern. Aha, verstehe. Das Kopfgeld für diesen Mistkerl zahle ich gerne. Er sitzt schon so gut wie hinter Gittern. Sehr gut. Ah, ein bisschen Gold haben wir gekriegt. Schön. Du blöder Kanter, du. Ach ja. Mal wissen. So, da. Jetzt hockt er da nicht mehr. Okay. Das heißt also, er wurde schon ins Gefängnis gebeamt, gespawnt. Und gleich mal nachgucken. Da. Da hockt er. Na, du Dummkopf. Ich habe dich gewarnt, aber du wolltest nicht hören. Wir sprechen uns noch. Jetzt verpiss dich. Ich will mich ausruhen. Ja, so sieht das aus, wenn man anderen Leuten eine Grube gräbt. Der fällt selbst hinein. Und gucken wir gleich mal ins Log. Erfüllte Missionen. Gescheiterte Mission. Kann das gefallen? Ist klar. Ist aber nicht so schlimm. Hört ihr Bewohner von Corinis. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens. So, jetzt muss ich mal immer wieder meinen roten Faden finden, wo es denn weitergehen sollte. Fälle für Bosbar. Der Weg ins obere Viertel. Steintafeln. Ist klar. Eine große Herausforderung. Ja, der Ork. Lehrling in Corinis. Ach, Moment mal. Stopp. Nee, ich gehe andersrum. Brauche noch ein bisschen mehr Pfeile. Was ist denn das für eine Bürgerin? Holz so schwarz? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Okay. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wer sagt denn sowas? Worum soll ich mich denn noch an? Ich glaube da nicht dran. Ewig so weitergehen. Ja, wo will ich denn jetzt hin? Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Kein Licht. Ich hab da meine eigene Meinung. So, auf zum Bossbar. Ich hätte das anders gemacht. Zeig mir deine Ware, bitte. Zeig mir deine Ware. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Der hat schöne Bögen, hat er, ne? Das ist wirklich. Boah, ist Ulmbogen, Knochenbogen, Jagdbogen. Aber ich bräuchte Pfeile. Kostet auch nur. Was ist denn jetzt passiert? Das ist doch alles nur Gerede. Das hat er doch vorher gewusst. Ne? Das ist eine schlimme Sache. Wieso habe ich denn jetzt. Was ist denn jetzt passiert? Warum er sich so aufregt. Wieso habe ich denn jetzt plötzlich so wenig Gold? Habe ich aus Versehen was gekauft bei ihm? Oh Mann, oh Meter. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Was soll denn das gewesen sein? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Gucken. Ich habe wahrscheinlich einen teuren Bogen gekauft, aber oder wieder, aber ja, toll. So ein Weidenbogen. 10 Geschicklichkeitspunkte zu wenig. Oh Mann, der hat 150 gekostet. Ich weiß wenn ich ihn jetzt nicht mehr, wieder was ich glauben zurück. Soll. Ja, hab ich ja. Ich hab ja nicht abgespeichert. Ach, dann will ich ihn wieder zurück. Ah, da mache ich aber. Ah, da mache ich aber. Zeig mir Lust. Wäre mir da nicht so sicher. Mann, oh Mann, ich Doofkopf. Ich wundere mich über gar nichts mehr.
So, 22. Na toll, das ist vielleicht ein Wertverlust. Gut. Ich hätte das anders gemacht. Oder? Ach Gott, ich lasse es so bleiben. Gold ist ja nicht alles im Leben. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Auf jeden Fall haben wir ganz viele Pfeile und können dann. Dass sich daran was ändert. Regis, ja. Vingaro. Ich habe noch keinen Bock ins Hafenviertel runter. Oder? Weil da werde ich auch gleich wieder angequatscht. Nee, das ist mir zu dull. Und Matt, du könntest übrigens wieder... Ich brauch dich nicht mehr. Alles klar. Zurück zum Marktplatz. Das ist eine schlimme Sache. Denn ich möchte ganz gerne noch ein bisschen gucken, wo es was gibt. Rupert! Hallo Fremder! Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Da kannst du eh nichts dran ändern. Oh, was hast du anzubieten? Genau. Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Wo hast du das denn schon wieder her? Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Da hast du schlechte Karten. Das hat er doch. Seit die Paladine sich im oberen Viertel breit gemacht haben, lassen sie kaum noch jemanden hinein. Ja, das höre ich. Kann er mir helfen? Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Ich? Nein, ich habe hier auch nicht viel zu melden. Es gibt nur wenige Leute hier in der Unterstadt, die genug Einfluss haben, um dich an den Wachen vorbeizubringen. Das ist Matteo, mein Boss, ist einer von ihnen. Vielleicht solltest du mal mit ihm reden. Das war genau so, wie du sagst. Ja, das ist klar, wo er ist. Du stehst direkt vor seinem Laden. Geh einfach rein. Er ist eigentlich immer da. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Was ist mit den anderen einflussreichen Bürgern? Die Händler und Handwerksmeister hier an der Hauptstraße sind die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt. Du solltest versuchen, bei einem von ihnen als Lehrling angenommen zu werden. So wie ich. Seit ich bei Matteo arbeite, behandeln mich die Leute in der Stadt mit Respekt. Das habe ich schon immer gesagt. Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Ich habe da meine eigene Meinung. Ärger mit seinem Lieferanten. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand. Die Sache ist ganz einfach. Una, der fette Großbauer, will keinen Tribut mehr an die Stadt zahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im Krieg mit den Orks und der Fettwanst will alles für sich haben. Normalerweise greift die Stadtwache in solchen Fällen hart durch. Aber jetzt kommt das Beste. Es heißt, Una hat sich Söldner angeheuert, um sich die Truppen der Stadt vom Hals zu halten. Söldner. Das Ganze wird noch in einem verdammten Krieg enden. Als ob ein Krieg nicht reichen würde. Der erzähle ich gar nicht. Was weißt du über Onas Söldner? Ich habe gehört, die meisten von ihnen sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Und ihr Anführer soll eine große Nummer beim König gewesen sein. Ein General oder sowas, den sie als Verräter eingelocht haben. Schlimme Zeiten sind das. Weiß doch inzwischen jeder. Zeig mir deine Ware. Ich habe mir das schon gedacht. Naja, viel hat er wirklich nicht. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Ja, dann haben wir hier noch Bürger und Bürger. Ja. Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden! Das war mir klar. Warum darf das Lager nicht betreten werden? Der ehrenwerte Lord Hagen hat die Ware für die Armee des Königs beschlagnahmt. Moment mal, was macht er denn hier? Das ist ja interessant. Man darf halt ach, shit. Glauben, was man hört. Hörst du schlecht? Einen Schritt weiter und ich hack dich in Stücke. Ja, ist ja gut. Das war ein Fehler. Scheiße, nein. Oh. Jetzt spieß ich dich auf, Mistkerl. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Macht er das wirklich? Tatsache, er macht's wirklich. Und ich hab mich abgespeichert. Ah, geil. Ah, fuck, ey. Heiß ich RPG Gurga oder was? Shit. Das ist doch nicht zu fassen. Ich glaube nicht. So, jetzt habe ich es nur einigermaßen wieder bis zu dem Punkt angespielt. Halt!
Das Warenlager darf nicht betreten werden. Warum da? Der ehrenwerte Lord Hagen hat die Ware für die Genau, hat er beschlagnahmt. Gut. Da gibt's aber nämlich einen Trick. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Matthäus allerlei. Ich glaube, ich muss erst Schlösser knacken lernen bei Torben. Guck mal doch mal hier in den Ecken nach. Habe ich mich noch gar nicht gemacht. Hier in den Ecken gucken. Mal ganz wichtig. Vielleicht gibt's was. Was man hier. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Ja, ja. Ich hätte das anders gemacht. Ja, nee. Braucht man nicht machen. Ich habe da meine eigene Meinung. Halt! Ja, ich weiß. Das ist doch lange bekannt. Wollte ja nur in die andere Ecke hier rein. Genau so, wie du sagst. Da was versteckt liegt. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Nee, nichts versteckt. Es ist nämlich ganz wichtig, auch mal zu gucken. Ich bin nämlich gar nicht drauf gekommen, irgendwann mal hier in allen Ecken und Enden zu gucken. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült. Ließ die Flut kommen. Wann kommt die Flut? Wann kommt die Flut? Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere. Falls das jemand kennen sollte, das Lied, der kann ja mal schreiben, von wem das ist. Ohne Bank. Kann ich nicht mitnehmen. Sodele. Und dann haben wir ja den Kanter in den Knast gebracht. Jetzt möchte ich mal wissen, was Sarah dazu sagt. Ach, erzähl mir nicht sowas. Hallo, Sarah. Ah, da bist du ja wieder. Der erzähle ich gar nichts mehr. Kanter wollte dich reinlegen und sich deinen Stand unter den Nagel reißen. Aber ich habe ihn der Stadtwache übergeben. Da hast du dich mit einem gefährlichen Mann angelegt. Ich kenne den Mistkerl schon lange. Er war schon immer auf meinen Platz scharf. Nimm diese Waffe als Zeichen meiner Dankbarkeit. Und Piratensäbel habe ich erhalten. Und? Kann man natürlich nicht anlegen. Ah, danke, Sarah. Herzlichen Dank. Jetzt nochmal in die Ecken geguckt. Tür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Den Dialog kennen wir. Was liegt denn da? Rucksack? Ah, Leute, wieder was Neues. Ein Rucksack. Das ist ja schrecklich. Ein Rucksack, okay. Ist eine Fackel und 23 Gold drin. Ich glaube da nicht dran. Ja, ich kann jetzt eine Lederrüstung kaufen bei Matteo. Den gab's noch nicht, den Rucksack, ne? Schreibt mal bitte. Mein Mann sieht das anders. Ja. Und was ist mit dem Brunnen? Er redet einfach zu viel. Ist der neu? Oder war der schon immer da? Also irgendwie kommt mir der Brunnen... Also ich weiß es nicht. Nicht mit eigenen Augen will jetzt auch parallel nicht das alte Spiel aufmachen. Mein Mann sieht das anders. Ja, bis hierhin für diese Folge. Wir haben viel gesehen. Wir haben ein bisschen gehandelt. Nee, wir haben nicht gehandelt. Das ging ja auch teilweise gar nicht. Und wir werden... Ah, Kundschaft. Hannah, was kann ich für dich tun? Und wir werden Hannah mal nach einem Zimmer fragen in der nächsten Folge. Also Daumen hoch, Kommentare bitte ich euch zu geben und das Glöckchen zu aktivieren. Ja, das ist dieses Ding da. Diese Glocke da bei YouTube. Aber ihr wisst ja Bescheid. Wir sehen uns wieder. Macht's gut, ciao.